Servus Leute, zurück zu Let's Play Enderal, die Trümmer der Ordnung. Wir haben das letzte Mal den verlassenen Tempel, wir sind gestrandet und haben dann einen verlassenen Tempel durchkreuzt. Schaut euch meinen Astralbody an. Fast wie in Real Life, nur ganz knapp daneben. Und nach einem Kilo Curry. Wegen dieser schönen gelben Farbe. Ja, gut, schauen wir uns doch mal an, was wir jetzt als Quest haben. Neuland. Ich fand einen Weg aus dem alten Tempel und fand mich in einer Felsschlucht wieder. Es scheint, als wäre ich endlich in Enderal angekommen. Dennoch, ich fühle mich seltsam. Wo kommen diese seltsamen Fähigkeiten, die ich plötzlich habe? Magie? Diese Kraft? Vielleicht hängt dieser Traum, diese Nahtoderfahrung, die ich vor dem Aufwachen in der Bucht hatte, damit zusammen. Wie auch sei, zuerst sollte ich versuchen, einen Weg aus dieser Schlucht zu finden. Dann sehen wir weiter. Mana-Pilze? Wildkürbisse und einen Weg aus der Schlucht finden. Na gut. Ein Kürbis. Sehr schön. Okay, das sind Wildkürbisse. Mana-Pilze sind vielleicht andersfarbig. Oh doch, das. Ja. Was? Bist du ein Mana-Pilz? Ich hab doch gerade... Nein, du bist kein Mana-Pilz. Okay. Dann ist noch ein Kürbis. Noch ein Kürbis. Wenn hier die ganzen Kürbisse sind, warum sind hier nicht auch die Mana-Pilze? Noch ein Kürbis und der letzte Kürbis. Aber so ein Mana-Pilz? Ah, das sind Mana-Pilze. Vielleicht habe ich welche übersehen. Gut, die sind so weißlich. Muss man mal so, die sind nicht so auffällig wie die Kürbisse, muss ich zugeben. Könnten hier überall... Kann ich da hoch? Nein. Könnten hier überall... Gegner? Nein. Weiß-schwarze kleine Pilze. So sehen die Mana-Pilze aus. Na, vielleicht sind sie auch einfach direkt auf dem Weg. Wir folgen einfach mal schnurstracks diesem Weg. Und sammeln ein, was nicht nied- und nagelfest ist. So, wie es für einen guten Abenteurer gehört. Da sind noch welche. Gut, gut, gut. Und da unten sind noch welche. Schön, das habe ich geschafft. Jetzt muss ich mit... Nehmen wir mit. Ah ja, ich habe 50 Erfahrungspunkte. Oh, ich krieg fast ein Level. Heilt sofort Lebensenergie. Das ist auch cool. Aha, der Saft der Pflanze heilt uns. Ja, da hätte man uns gegen dieses... Ich weiß nicht mal, was das war für ein Vieh da in der Höhle. Hätte man uns wehren können. Okay. Eieiei, sieht das geil aus. Schauen wir das mal aus der Entfernung an. Schaut euch das an. Der sieht schon leicht beeindruckend aus. Also hier, da. Herrliche Gegend wieder. Wieder ein Ort zum Urlaub machen. Okay. Verlassener Turm. Warum ist hier alles verlassen? Ist die ganze Welt hier verlassen? Warum sind wir hier gelandet? Was machen wir überhaupt? Und warum sind wir auf einem Berg ganz oben angekommen, wenn wir doch eigentlich gerade am Strand waren und nach unten gegangen sind? Wie sieht denn diese Welt aus? Ei. Mir schwart Übles. Metallstücke, Kelch. Altes Volk. Ich brauche alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Hallo? Bin ich hier alleine? Ich möchte hier alleine sein. Was haben wir hier? Flammenbiss. Ein Kelch, noch eine Schale. Alte Kristallmünzen. Bin ich hier gelandet? Auf jeden Fall habe ich hier einen neuen Zauber. Flammenbiss. Ich weiß noch nicht, ob ich auf Magie gehen soll, auf Kampf, auf Sneaky. Ich nehme lieber nicht die Fackel. Ich hoffe, ihr seht alles. Gegner? Okay. Da ist ein Gegner. Da ist eine Leiche. Ja. Hervorragend.
das? Ihr seid eine Stufe aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Wählt ein Attribut, das ihr verbessern wollt. Aber beginnen wir erstmal mit Lebensenergie, würde ich mal sagen. Ambrosia, her damit. Drückt Taumir. Schön. Ich hab doch Lebensenergie erhöht, hätte ich gedacht. Warum ist es jetzt bloß 100? Wann denn der Schuh? Davor schon 100? Einhand hört sich ein bisschen. Na gut, das hatten wir schon. Stufe Lernpunkte. Handwerkspunkte. Haltet mit wem auf? Mit dem könnt ihr Handwerksbücher lesen, die eure steigen. Okay. Um Lehrbücher zu lesen, die eure Kampffertigkeiten. Okay, die Fähigkeit steigere ich durch Bücher generell. Und hier könnte ich halt skillen. Aber was? Das habe ich ja euch erstmal überlassen. Noch mehr Menschenfleisch. Lecker. Schmeckt wie Hühnchen. Nee, wir versuchen jetzt erstmal, den da irgendwie anzulocken. Der soll auf die Falle treten. Also. Ein Höhlentroll. Komm her, Junge. Jawohl. Das war lecker. Okay, das andere war auch ein Höhlentroll wahrscheinlich. Gut. Schätze, Loot, episches Stuff. Ein ranziger Trank. Ein Goldbeutel. Ein Rucksack. Seelensteine gibt's auch wieder, okay. Alte Vagabundenkluft, So, gibt es hier irgendwas? Hallo? Da oben. Da ist doch noch was, oder? Gebt mir euer Loot! All euer Loot belongs to me. Darauf. Ne? Geht doch. Ein Zauberstab. Brennnessel, mehr Schaden. Oh, den habe ich schon. Verschlimmert Arkanistenfieber um 0 pro Sekunde. Halt mal, war da Rang 2? Moment. Zum Rang. Ne, Rang 1. Kennt ihr schon. Kenne ich schon. Aber ich habe doch gerade Klamotten neu. Warte mal, das müssen wir so. So, alte Robe. Rüstung 12. Ja, dann nehme ich lieber die. Das sieht aber besser aus. Außer ich mache auf Magier. Ja! Okay, Mana regeneriert sich. Das ist schon mal nicht schlecht zu wissen. So. Okay, weiter geht's. Oder? Habe ich alles gelootet? Nein. Eisenpfeil. Wo ist der Bogen? Hier muss doch auch verschwinden. Bogen? Hat jemand hier einen Bogen? Morscher Langbogen. Jawohl. Ein Bogen. Bogen ist gut. Das sind Waffen? Das sind Waffen. Schön. Okay. Den Bogen setze ich mir auf die 3. Ja. Ja. Wohl. Hüpf. Wunderbar. Gut, danke für die EP und weggehe. Sonnenküste. Wo ist das? Sind wir da nicht gerade gewesen? Oh, Sonnenkiste, so viel. Hallo. Ladies, hallo. Oi. Okay. Dort hinten könnte was sein. Blümchen zum Beispiel. Blümchen, sonst noch. Loot. Kein Loot? Halt. Waldbeeren. Warte, was waren die Waldbeeren? Wie sahen die aus?
Mist. Hab's nicht gecheckt. Kann ich nicht einfach runden? Nein, lieber nicht. Oh, du. Leiche eines Kletterers. Oh, schaut euch das an. Der hat ja einiges. Lebensabsorption. Alles nehmen. Hundi! Geh weg! Genau so geschieht's dir recht. Fleisch. Lecker Rippchen. Hab ich mir schon gedacht. Der ist nicht so freundlich. Oh, du bist nackt. Warte. Hier oben findet dich doch keine alte Sau. Komm mal mit. Komm. Komm. Junge. Mach dich nicht so schwer. Hui. Oh, tschüss. Flieg, du bist frei. So, den habe ich mal gerettet. Der wird jetzt... Hallo? Der wird jetzt hoffentlich von jemandem gerettet. Und wir? Wir... Ganz ehrlich. Ach, ich will den Troll noch killen. Aber ohne Falle wird es wahrscheinlich ein bisschen zu heftig. Deswegen... Tschüss, Troll. Hast du noch mal Glück gehabt? Vielleicht komme ich irgendwann mal zurück. Wenn ich fliegen kann und so. Sehe ich dort unten wieder was? Da unten ist eine Taube oder so. Gut. Distel. Schöne Alchemie. Warum gibt es keine Erfahrungspunkte für diese Bock-Bock? Das ist wirklich eine Taube. Federn. Wo ist die andere hingeglitscht? Ah, die ist weggeglitscht. Da ist ganz in der Nähe irgendein Ort. Dort unten ist noch einer. Da unten sind mehrere. Oh, sind da viele. Okay, alles gut. Alles gut, die kommen nicht hoch. Der erste ist down. Gut. Schön Mechanics abusen. Oh shit. Junge, geh weg. Ritzel zu Tode. Wo ist er hin? Da. Und jetzt. Bam. Alles klar, gut. Easy. Übrigens, das Spiel soll auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe so schwer sein wie auf der... wie Skyrim auf der dritten Schwierigkeitsstufe. Wo ist ein andere? Wo war denn der? Der ist auch irgendwo runtergebollert. Naja, gut. Okay, okay, alles cool. Alles cool. Ein Schild wäre nicht schlecht. So. Da drüben ist irgendwas. Ein Lager oder so. Oh, was ist denn das? Ein Kreuz? Schaufel. Kreuz. Verdächtiger Haufen. Ja, wir sind wirklich in Risen. Moment. Oh. Endraler Groschen. Noch mehr Lehrings- und Lichtmagie. Aha, da kann ich das verbessern. Oh, nehmen wir mal wieder alles. Okay. Schätze gibt's ja auch. Vergrabene Schätze. Dann möchte ich mal... Rastplatz entdeckt. Und was bist du für ein Hübscher? Flusskrabbe. Aus da, niedrig. Ja, wissen wir schon. Okay, gibt keine Erfahrungspunkte. Ein Rastplatz, das ist nicht schlecht. Ketten.
Leer ist nichts wert, aber ich nehme trotzdem alles mit. Eisentopf ist zwar schwer, aber ich nehme trotzdem alles mit. Spitzhacken habe ich auch schon, jede Menge Kettenstiefel. Tja, schon wieder. Doch, die geben Erfahrungspunkte. Dachte mir gerade, die geben überhaupt keine Erfahrungspunkte. Schade eigentlich. Nee, die geben Erfahrungspunkte. Oh. Gib mir Erfahrungspunkte. Da, noch eine. Du wagst es, dich zu wehren. Ich mache aus dir Krabbenchips. Wo ist denn hier eigentlich der Rastplatz? Was ist hier? Wo komme ich hier hin? Hier gibt's wirklich versteckte Dinge. Die wissen, dass man hier rumglitschen kann. Glitch, glitch. Aber sieht nicht so aus, als wäre da noch was. Das ist cool. Okay, Moment. Eisenerz. Nehmen wir auch mit. Aber wo war denn jetzt das Bett beim Rastplatz? Eigentlich wollte ich mal rasten, damit hier wieder Tag wird. Tja, da ist erschöpft. Ist in Ordnung. Haben sie gelootet. Ob wir schmieden wollen irgendwann, keine Ahnung. Ob es Sinn macht, keine Ahnung. Vielleicht war das auch einfach ein Rastplatz von einem anderen. Hab gehofft, dass dann Schlafsack oder so ist. Halt, da ist irgendwo was. Eine Laterne. Umgebungsfeld. Seht ihr die Welt aus der Vogelperspektive? Ihr werdet als Pfeil dargestellt, um euch zu orientieren. Auftragsziele werden ebenfalls dargestellt. So, alle Orte, die hier blablabla. Okay, das ist die Welt von Von Enderal. Ist eine Insel, wie es scheint. Da hinten ist... Oh. Es geht ziemlich weit nach oben. Ach so, irgendwann ist Schluss, oder wie? Ich wollte schon gerade sagen, ich will ja nichts sagen, aber wird ziemlich groß, die Welt. Oder ist noch Platz für Erweiterung dort hinten? Aber hier haben wir schon Mödran, Nebelhain, Schnee, Miradenturm an der Grenze des Herzlandes, Miradenturm, die Bauernküste, Ark. Hier ist also sozusagen die Hauptstadt oder so? Ja, genau. Okay, und überall so Miradentürme, was auch immer das sein soll. Na gut, viel zu entdecken wieder. Eieiei. Eieiei. Pilze? Nein, keine Pilze. Blümchen? Auch keine Blümchen. Das ist eine Heil... Ja, genau, das ist eine Heilpflanze wieder. Das ist schon nicht schlecht. Glühwürmchen sehe ich da. Gut, gut. Die Hundis habe ich hier schon kaputt gemacht. Und... Tja, dort... Wow. Das dort vorne sieht irgendwie geil aus. Könnt ihr erkennen, was ich da sehe? Das ist ziemlich interessant. Nirnwurz? Winwurz heißt sie. Winwurz, okay. Diese Pilze sind ziemlich... Was ist das? Was ist das? Soll das ein Vogelnest sein? Hm. Ich würde gerne mal lebende Menschen oder irgendjemand, mit dem ich reden kann, der mir erklären kann, wo was hier abgeht. Glühwürmchen. Was bist du? Achso, ein Vogel. Irgendjemand, der mir erklären kann, ist das von einem Wolf? Nein, bloß ein Stein. Ich nehme ihn mal mit. Gut. So. Oh, warte, was bist du? Du bist friedlich scheinbar. Du bist... Was bist du? Nennt...
man dich Hornochse? Hörnerte. Ist hier jemand? Hallo? Mit markierte Antworten führen die Handlung weiter. Manche Dialoge sind einfach danach gegebenenfalls nicht mehr verfügbar. Ah, verstehe. Dir macht's doch nichts aus, wenn ich hier alles mitnehme. Gut. Geh weg. Der will mit mir reden. Ich will aber nicht mit ihm reden. Geh weg. Ich will dich erst pleite looten. Schleich dich. Gib mir erst dein Loot. Hilfe! Er will mich belästigen. Anscheinend hast du nicht mehr so. Kann ich da schlafen? Lass mich doch da schlafen. Ja, Alchemie, Fische und so. Nehme ich. Ey! Fass mich nicht an, alter Mann! Fass mich nicht an! Was ist das? Nur ein Stein. Na gut, du willst mit mir reden? Na, sieh mal einer an. Ich wusste doch, dass ich da jemanden hab herumkraxeln sehen. Finn. Was führt euch in diese Gegend, Mayser? Mayser? Ich bin... Ja, das ist eine lange Geschichte. Wo bin ich hier überhaupt? Und wer seid ihr? Wer ich bin? Finn Daliris, meines Pfades Apothekarius. Sehr erfreut. Und ihr seid hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Woher kommt ihr? Oder wartet, sagt nichts. Ich kenne diesen Akzent. Nerim, oder? Ich... So, alles dicht. Zumindest für die Nacht sollten wir... Moment. Wer ist das? Nur ein Abenteurer auf Durchreise. Kein Grund zur Sorge also. Kein Grund zur Sorge? Wer sagt dir, dass dieser Kerl nicht zu den Banditen gehört? Wir haben vereinbart, dass du mich sofort rufst, wenn irgendjemand auftaucht. Ach, und siehe da, wir leben noch. War's das jetzt, Carbus? Ich hab ein Auge auf euch. Wenn ihr irgendetwas von unserem Zeug anfasst, dann werdet ihr es bereuen. Zu spät. Unglaublich. Ich präsentiere Carbus, wie er leibt und lebt. Entschuldigt seine ruppige Art, so ist er einfach. Aber, naja. Wenn ihr nichts mehr braucht, schlage ich vor, ihr zieht weiter. Folgt hinter dem Dammhaus einfach dem Weg gen Osten. Dann kommt ihr zu einem kleinen Dorf namens Flussheim. Ach, und hier, nehmt das. Ihr seht nämlich ziemlich kränklich aus irgendwie. Eure Augen. Ach, egal. Mit Wissen gekennzeichnet gibt mir euch Wissenspunkte. Okay. Puh, was soll ich euch da groß erzählen? Wir sind hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Eigentlich eine ziemlich friedliche Gegend, bis auf die Vatyren und Banditen, die sich hier in letzter Zeit rumtreiben. Tja, und viel mehr gibt's auch nicht zu erzählen. Zumindest meinerseits nicht. Am besten ihr fragt in Flussheim nochmal die Einheimischen. Die haben sicher die eine oder andere Geschichte auf Lager. Hieß ein Wissen über Enderal sammeln. Okay, das gibt Erfahrungspunkte. Schön. Ja. Flussheim hieß nicht so auch in Skyrim das erste Dorf? Na, verstehe. Und gibt es Orte, die für ein Abenteuer von Interesse sein könnten? Abenteurer? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr erstmal zusehen, dass ihr wieder gesund werdet. Aber ja, da gibt es einige. Zum Beispiel die alte Dreiflusswacht, gleich hinter dem Felsbogen. War mal ein alter Handelsposten, aber jetzt treiben sich da allerlei zwielichtige Gestalten rum. Und die große Ruine im Süden dahinter. Ihr meintet vorhin, ihr wärt eures Pfades Apothekarius. Was bedeutet das, eures Pfades? Hol mich doch, der schwarze Wächter. Ihr seid wirklich noch nicht lange hier, oder? Mein Pfad ist... Naja, mein Pfad eben. Meine mir von Malfas auserkorene Rolle, eine Art Berufung, wenn ihr so wollt. Das hat mich jetzt nicht weitergebracht. Dabei erinnere ich mich, Nerim, also wo ich anscheinend herkomme, das war die Total Conversion meines Wissens nach von Elder Scrolls 4 Oblivion. So ein kleines triviales Wissen da am Rande. Von Malfas auserkorene Rolle, ihr meint, die Götter bestimmen Berufe für euch? Nicht direkt. Malfas weist uns einen Platz in der Gesellschaft zu. In der Regel den, den unsere Väter und Vorväter auch hatten. Ich schreite auf dem Pfad der Belesenen
Und daneben gibt es noch die Schaffenden, die Erhabenen und natürlich die Wegelosen. Innerhalb jeder dieser Rollen steht es uns frei, ein Handwerk unserer Wahl zu ergreifen. Aber bestimmte Berufungen, die beispielsweise ein Belesener ausführen darf, bleiben einem Schaffenden, dem niederen Pfad zu dem meinen, verwehrt. Wobei niederer hier nicht bedeutet, dass er in irgendeiner Art und Weise weniger wert wäre. Jeder hier auf Enderal tut also das, in dem er am besten ist. Und wer könnte besser wissen, was genau das ist als die Götter? Ich? okay. Und wer sind diese Wege? Aber ist das nicht frustrierend? Genau, ist das nicht frustrierend? In meiner jugendlichen Torheit wollte ich das vielleicht mal, ja. Aber dann habe ich begriffen, dass ungefähr die Hälfte von allem, was auf dieser Welt schief läuft, auf dieses Aufsteigenwollen zurückzuführen ist. Ich will in erster Linie rechten Pfades leben und meinen Teil zum Erhalt unseres Volkes beitragen, das genügt mir. Und auch nur die, die das tun, gelangen am Ende zu Malphas in die ewigen Pfade. Tja, dann bin ich ja anscheinend was Besonderes, weil ich kann meditieren und kann mir den Pfad selbst auswählen. Frauen und Männer, die nie die Pfadesweihe erhalten haben oder mit ihrem Pfad gebrochen haben. Also Briganten, Glimmerstaubschmuggler, Mörder, ihr wisst schon. Glimmerstaubschmuggler. So, in Nerim gab es das Gerücht, dass die Götter tot seien. Und hier gibt es das Gerücht, dass die goldene Königin eine Schwäche für Männer in Damenkleidern hat. Im Ernst, seid vorsichtig mit solchem Tratsch. Ich weiß, ihr meint das nicht böse, aber manch anderer könnte das als Ketzerei empfinden. Damit habe ich kein Problem. Für mich klingt das Ganze, als versucht da jemand das Volk zu kontrollieren. Ah. Vielleicht. Andererseits ist der Pfad und die Struktur, die er dem Volk bringt, der Hauptgrund dafür, dass auf Enderal seit Jahrhunderten Frieden herrscht. Was man von eurem Land nicht behaupten kann. Ey, aufpassen, was du da sagst. Was ist mit meinen Augen? Die habe ich mir extra ausgewählt. Die sehen hübsch aus. Ihr habt etwas Seltsames an euch. Besser kann ich das nicht beschreiben. Ich würde euch ja gern selbst untersuchen, aber wir haben kaum Ausrüstung da. Wenn ich wo die wohl hin ist? Wäre, würde ich in Flussheim mal einen Pater ansprechen. Vielleicht weiß der, was es mit euch auf sich hat. Ja gut, ich fühle mich auch ein komisch. Was macht ihr eigentlich hier? Wir sammeln Kräuter. Nichts Abenteuerliches also. Mhm. Aber morgen geht es wieder zurück gen Norden, zum Bund. Ihr solltet mal vorbeischauen, wenn ihr in die Richtung reist. Jemand, der pyräische Ruinen durchforstet und das überlebt, könnte sicherlich auch den Apothekarii bei der einen oder anderen Sache helfen. Ja. Ja, ich habe gar jede Menge Schrott gefunden. Habt ihr was? Ja, wieso eigentlich nicht? Zeigt mal her, was ihr habt. Vielleicht habe ich auch noch das ein oder andere, das ihr brauchen könntet. Na, eigentlich bloß Platz. Die Minen auswählt und ihre Koffer sind höher als Verkaufspreise. Durch die Namensordnung. Okay. Weg. Aha. Ambrosia behalte ich mal. Gefüllt behalte ich auch mal. Bauplan, Honigwein, widersteht für. Tränke behalte ich mal. Eisenerz, Gewicht. So viel wiegt es jetzt auch nicht. Der Eisentopf, der ist nicht nötig. Weg. Finn hat nicht so viel Gold, deswegen. Das ist einiges wert. Heute oder was? Dauerhaft? Die Frage ist nur, sollte man sowas vielleicht aufbewahren, falls da epische Tränke daraus machbar sind? Den Stab, den 8 Gewicht. Naja, ich habe ja noch ein bisschen Platz, also so ist es, so schlimm ist es ja nicht. Ah ja, genau. Kettenhaube. Das sollte ich vielleicht noch ausrüsten. Genau, das brauche ich auf jeden Fall. Das brauche ich nicht mehr. Gehen wir mal so durch. Also, da brauche ich das Messer nicht mehr. Da brauche ich bloß eine Spitzhacke, die eine eigentlich sowohl wie eine Axt hat, aber gut. Die trage ich doch gerade.
Oh, weg damit. Handschuhe, die nichts bringen, bringen nichts. Alles weg. Das ziehe ich mir dann gleich an. Gut, dass ich auch Sachen verkaufen kann, die ich anhabe. Scheinbar. Rolle der Wohltat heilt. Das behalten wir, das hört sich gut an. Ungenie, außer langsame regeneriert. Okay. Ah. Ist es dann gut? Ist es doch schlecht? Weg damit! Ich frage mich bloß, ist es Lebensenergie pro Sekunde für 7 Sekunden oder ist es 7 Sekunden für 4 Lebensenergie? Das müssen wir noch testen. Die ist noch was wert. Die Eispranke dauerhaft Traglast erhöhen, das ist nicht schlecht. Ja, das... Oh, Drachenfrucht habe ich sogar schon. Das behalten wir alles. Das ist immer lustig. Das Zauberbuch kann ich loswerden. Das behalte ich. Schlüsselgegenstände habe ich noch keine. Dann... Ja, hier Schund. Ja, das ist ja nicht mal was wert. Komm, weg damit. Metallstücke her. Ja, ja, Schale, Schaufeln. Ich habe sogar 2 verschiedene Schaufeln. Die kommt weg, eine behalte ich. Schädel kann weg, Säge kann weg. Kelch, alter Volk, altes Volk. Das ist der Hammer. Gut. Und jetzt schauen wir mal, was er hat. Ja, jetzt hat er den ganzen Schrott von mir. Hätte ich vielleicht vorher nachschauen sollen. Der dort hinten düdelt da vor sich herum. Morgenlufttrank. Regeneriert Ausdauer. Sieht schlecht aus. Sieht noch zu wenig aus. Nee, da hat er nichts. Hat er überhaupt was gehabt? Außer diesen. Ja, die Tränke. Ja, gut. Ambrosia. Ist das wichtig? Wenn man Magier sein will, dann braucht man viel Ambrosia. Eldraler Käsebrot. Wert 21. Sättigt für 3. Das ist gut. Das ist richtig gut. Das würde ich fast sogar kaufen. Aber... Nein. Na gut. Danke für die Hilfe. Tut das. Eine schnelle Genesung und sichere Straßen wünsche ich euch. Schreitet wohl. Ja, das werden wir. Carboss, brauchen wir den Destillierraum morgen noch für etwas? Ansonsten werde ich das ganze Zeug mal sauber machen. Finn, ich spiele. Ich spiele. Also nein. Wow. Den Apothekarius auf das Fieber ansprechen. Beim rechten Weg, was ist denn mit euch passiert? Ihr seht ja aus, als hättet ihr den schwarzen Wächter höchstpersönlich gesehen. Ja, ich habe plötzlich so ein Fieber. Habt ihr vielleicht etwas dagegen? Fieber? Das kann vieles sein. Wartet mal kurz. Ich glaube, ich habe da noch etwas Kümmerwurz übrig. Das sollte zumindest kurzfristig eure Schmerzen lindern. Dann sehen wir weiter. Setzt euch so lange ans Feuer, die Wärme könnte hilfreich sein. Was? Jetzt brauen wir auch noch für Wildfremde irgendwelche Tränke? Junge! Naja, wenn diese Wildfremden kurz vor dem Fieber... Oh, stehen, ich bin ja auch nackt. Schon. Ja, wir haben da mal so einen Eid geschworen, erinnert. Ich sollte mich vielleicht etwas ausrüsten. Das ist ja peinlich hier. Bam, bam. Du dich, den Gebrochenen helfen, den... Ja, mach einfach, was du willst. Es geht hier vor. Keine Bange, wehrt dich. So. Kümmerwurz, Kümmerwurz. Ich sehe alles ziemlich verschwommen. Wenn ich eine 3D-Brille hätte, dann könnte ich bestimmt alles jetzt 3D sehen. Aber wird es immer schlimmer? Oder kommt es mir bloß so vor? So, Scherkappe, ein bisschen Wasser, na bitte, fertig. Der will mich bestimmt vergiften. Ich gebe euch jetzt erstmal... Scheiße, Finn, der Destillator! Das wäre es doch, oder? Finn, lustig. Trumpf, Finn, wir haben mich getroffen. Tut doch was, verdammt sonst!
Was? Ach je. War das? Irgendwas hin, ohne dass ich dir ständig auf die Finger schauen muss? Das hätte verdammt nochmal übel ausgehen können. Tut mir leid, in Ordnung. Wir besorgen uns in Ark einfach wieder einen neuen. Will ich auch hoffen. Scheiße, das ist doch... Verdammte. Und ich? Dieser Tag wird wirklich nicht besser. Hier, trinkt das. Das wird euch helfen. Flasche entkorken und saufen. Na bitte, ihr seht schon besser aus. Untersuchen lassen solltet ihr das aber trotzdem am besten so bald wie möglich. Die Wirkung des Kümmerwurzextrakts lässt in ein paar Tagen wieder nach. Danke, aber was zum Henker war das eben? Das mit dem Destillator, meint ihr? Oh, schlechte Qualität und zu viel Hitze, würde ich sagen. Aber naja, kann man nichts machen. Na, aber diese Explosion, diese Stimmen, das waren doch eure. Explosion? Ich glaube, ich kann euch nicht folgen. Das wäre es doch, oder? Findaliris starb 8234. Todesursache? Explodierender Destillator. Sehr, sehr lustig. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr sprecht. Vielleicht... Moment. Was war das? Komisch. Ich hätte schwören können, dass sich da eben etwas bewegt hat. Oh, Scheiße! Ah. Oh, shit. Gabos! Die haben mich getroffen, Finn! Die Schweine haben mich getroffen! Ah. Gabos, ich... Tut doch was, verdammt nochmal! Tut etwas! Wow! So viel zu Neuland. Das war ein willkommener... So viele Fragezeichen. Sieh mal einer an. Die Leere. Unser mysteriöser Überlebender ist wach. Dalvarek, Jesper Dalvarek. Was? Wo bin ich? Wer seid ihr? Wo bin ich? Was geht hier? So viele Fragezeichen, verflucht. Ich würde sagen, beim nächsten Mal klären wir diese, oder? Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.